Die Eignungsprüfung ging total schnell vorbei, obwohl es ja eigentlich 3 Tage waren. Und zwar auch bestimmt, weil ich ganz schön aufgeregt war. Den einen Tag hoch oben, den nächsten Tag ein bisschen down. Aber auch sehr fördernd und prägend für mich. Schönes Wetter, schöne Menschen und entspannte Atmosphäre. Zuerst meldest du dich im Sekretariat auf dem Kunstcampus. Dann gibst du deine Mappe im Atelier Südflügel ab. Den genauen Ablauf der Prüfung erfährst du hier vor Ort. Wenn du die Mappe abgegeben hast, schau dich um und lern andere Leute kennen. Nach der Mappendurchsicht wird bekannt gegeben, wer mit der Eignungsprüfung weitermachen kann. Die Mappe kriegst du übrigens am selben Tag zurück. Wenn deine Mappe es nicht geschafft hat, stehen wir dir für Feedback zur Verfügung. Du bist weiter? Dann bleibst du 2 weitere Tage an der Burg. Tipps für Schlafmöglichkeiten bekommst du im Vorfeld beim Studiendezernat. Du bekommst Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen gestellt. Nicht hinbekommen ist, eigentlich gar nicht erst anzufangen. Ich weiß, dass ich diese Aufgabe so echt nicht so gut machen konnte und ich habe schon gedacht, oioioi, Mama mia, jetzt ist vorbei. Und wenn man dann irgendwie merkt, es läuft nicht, dann sollte man sich einfach locker machen, weil es kommt ja nicht auf die einzelne Aufgabe drauf an. Es kommt ja aufs Gesamtpaket drauf an. Jetzt wollen die Professoren dich kennenlernen. Warum Kunst? Warum willst du diesen Studiengang studieren? Was sind deine Stärken? In welchem Museum warst du als letztes? Was für Künstler dich inspirieren? Und was so Themen sind, die dich begeistern? Es ist keine blöde Moment oder so, sondern sie wollen dich echt kennenlernen und gucken, wer du bist, was du machst und was deine Interessen sind. Nach spätestens 5 Wochen weißt du, ob es geklappt hat. Wenn du noch Fragen hast oder die Burg näher kennenlernen willst, dann gibt es hier einige interessante Angebote für dich. Ja, hier sind alle Künstler, die Professoren, die Mitarbeiter und das Ort ist einfach wahnsinnig. Zauberort, bewirbt ihr hier euch und das wird schöne Zeit für euch sein, mit viel Erfahrung.